So, heute geht es einfach mal ein paar Tipps auszutauschen. Oftmals werden Sie es erlebt haben in den Social Media Kanälen, sei es YouTube, Twitter oder Facebook, kommt eine spannende Veranstaltung. Sie freuen sich darauf, dass es mit Gebärdensprache für Sie extra gesendet wird und dann sitzen Sie vor Ihren Endgeräten. Sei es das Smartphone, sei es das Tablet, sei es das Notebook oder der PC. Und irgendwie ist das alles nicht so, wie es Sie sich vorgestellt haben. Heute sind wir einmal bemüht, vielleicht den ein oder anderen kleinen Trick, der für viele von Ihnen auch selbstverständlich erscheint, einmal zu zeigen, wie können wir uns das Sehverhalten insgesamt der Veranstaltung und auch vielleicht im Kontext mit der Gebärdendolmetscherin für Sie einfacher machen. Bleiben wir im Bereich Notebooks und Desktop-PCs und wir sind in Facebook. Wie Sie hier sehen, haben wir jetzt mal aufgerufen die letzte Livestreaming-Veranstaltung des Ministerpräsidenten. Hier ging es um das Thema Fragen und Antworten an Tobias Hans. Auch diese Veranstaltung hat Frau Ridder jetzt für Sie übersetzt. Und wenn Sie denn zuerst einmal schauen, werden Sie auf der Facebook-Seite die Veranstaltung so finden. Sie sehen es, es steht hier, es geht gleich los und eigentlich können Sie jetzt schon starten. Aber wie Sie sehen, ist das jetzt natürlich etwas klein. Und Sie sehen Frau Ridder doppelt. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was können wir tun. Sie können auch hier das Bild in Facebook als großes Video sich ansehen. Und was Sie vielleicht auch sehen können, je nachdem, wie die Stärke Ihres Internets ist oder natürlich auch die Auflösung innerhalb Ihres Notebooks, können Sie hier nochmals in HD sehen, wie ist es denn eingestellt. Facebook Live hat jetzt leider nur 720 Pixel, also SD. Wir kriegen hier kein Full HD. Aber wie Sie sehen, kann es Ihnen schon passieren, dass, und da gehen wir jetzt gerade mal kurz hier rüber, dass Sie hier sehen, hier gibt es die Qualitätsliste. Klassisch gewählt auch hier ein kleines Zahnrad. Wenn Sie es auf automatisch stehen haben, haben Sie Glück, Sie haben es direkt in 720p. Sollte Ihre Internetverbindung nicht so gut sein, können Sie auch hier auf 480, 360 und natürlich je tiefer wir hier runtergehen, umso schlechter wird die Qualität. Also auch hier sehen, auf das Video drücken, nach dem Zahnrad sehen, ist die höchste Qualitätsstufe gegeben. Dann können Sie das nochmals hier wegdrücken und Sie haben die tolle Qualität. Nebendran sehen Sie natürlich auch nochmal dieses Zeichen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, es nochmals in einen Vollbildmodus zu holen. Und damit ist natürlich die Maßgabe nochmals gegeben, dass Sie den Gebärdendolmetscher oder die Gebärdendolmetscherin in einem größeren Format sehen. Jetzt können wir vorher auch nochmal etwas größer machen. Am Ende des Videos können Sie natürlich einfach nochmal hier draufklicken, den Vollbildmodus beenden, dann hier auf die Zurücktaste und Sie sind nochmals in der normalen Größe, wie Sie es von Facebook gewohnt sind. Mit diesen drei, vier kleinen Schritten können Sie überprüfen, wie ist Ihre Bildqualität, wie ist Ihre Ansicht und wie intensiv können Sie das Video wahrnehmen. Schauen wir denn nun mal zu YouTube. YouTube hat nun den großen Vorteil, und ich bleibe beim gleichen Video,
dass YouTube mehr Möglichkeiten bietet, vor allen Dingen Möglichkeiten in der Qualitätseinstellung. Die meisten Livestreams werden nun in Full HD wohl sein, also 1920 mal 1080. Auch hier gehen Sie auf dieses Zahnrad. Bei mir ist es jetzt schon automatisch in 1080, aber auch hier sehen Sie 720 nach unten in der Qualität absteigend, je nach Intensität und Stärke Ihrer Internetleitung zu Hause. Aber hier bleiben wir bei 1080 Full HD, wie Sie es in der Regel vom Fernsehen auch gewohnt sind. Und jetzt können Sie auch hier auf Vollbildmodus gehen. Und Sie sehen jetzt, dass die Bildqualität und die Größe des Bildes weitaus interessanter ist, als wir das jetzt in Facebook erleben und sehen können. Also nach Möglichkeit, wenn Sie wirklich ein großes Bild haben wollen, dann machen Sie das doch am besten in YouTube. Und Sie sehen, die Darstellung ist exzellent. Auch hier gehen wir denn nochmals zurück. Das ist hier dieses Symbol. Und dann hätten Sie nochmals die normale Darstellung von diesem Video. Ja? Sie können auf einen Mini-Player gehen, Sie können in den Kinomodus gehen und selbstverständlich können Sie natürlich auch, wenn es Ihnen die Möglichkeit Ihres Gerätes und Ihres Fernsehers ergibt, dann noch einmal auf Ihren Fernsehgerät das Bild übertragen. Vielleicht noch einen kleinen Tipp generell. Sie sehen im Moment, wenn wir jetzt den Browser, ich verwende hier Chrome, regulär geöffnet haben, sehen Sie viele Dinge rundherum. Sie sehen Ihre Lesezeichenliste, Sie sehen vielleicht noch andere Seiten, die Sie geöffnet haben. Dann hier noch ein kleiner Tipp in Chrome, wenn Sie hier oben auf diese drei kleinen Punkte gehen. Das wäre so die Einstellung, was Sie alles in Ihrem Browser tun könnten. Haben Sie hier auch noch Zoom? Zoom bedeutet, wie groß Sie die Schrift im Chrome-Browser sehen, wie groß Sie die einzelnen Fenster sehen, was Sie alles sehen. Und wenn Sie hier auf dieses kleine Symbol nochmal drücken, dann erlaubt Ihnen Chrome, dass Sie sich nur noch auf das konzentrieren, was Sie im Moment gerade sehen wollen. Und das wäre jetzt zum Beispiel unser Video. Und wenn ich jetzt nochmals hingehe und gehe auf diese Vollbildanzeige, jetzt habe ich es fast nach hinten gedrückt, dann sehen Sie jetzt wirklich eine größere Darstellung des einzelnen Bereiches, als wir es dann vorher gesehen haben. Also YouTube die richtige Qualität einstellen. Und dann auswählen, in welcher Größe Sie es sehen wollen. Der umgekehrte Weg ist natürlich Vollbildmodus beenden. Dann können Sie nochmals, hier kommt dann dieses X, Ihren Browser nochmals normal stellen. Und dann sehen Sie wieder die reguläre Angabe Ihrer einzelnen Bereiche. Ob es jetzt Facebook ist oder ob es das gleiche Video in YouTube ist. Das ist schon eine große Hilfe, die wir jetzt bei dem Thema Notebooks und Desktop-Computer Ihnen mit an den Weg geben wollen. Und im nächsten Teil sehen wir uns das Thema denn an Smartphones und Tablets.